Markus Pretzel, eine Minute bitte. Frau Kommissarin, Sie haben heute nicht viel Falsches gesagt, was möglicherweise daran liegt, dass Sie insgesamt nicht viel gesagt haben und vor allen Dingen relativ wenig Konkretes. Wir haben eine Wirtschaftskrise, wir haben einen drastischen Rückgang des Weltstahlverbrauchs, wir haben massive Konkurrenz aus dem nicht-europäischen Ausland, wir haben zusätzliche Belastungen durch hohe Umweltschutzstandards sowie Zertifikatehandel und im internationalen Vergleich relativ hohe Arbeitslöhne. Das alles hat zu dramatischen Wettbewerbsverzerrungen im globalen Markt geführt, leider zu Ungunsten der europäischen Stahlindustrie mit 65.000 Arbeitsplätzen, die in den letzten Jahren in Europa verloren gegangen sind. Und weitere Standorte sind in Gefahr. Es muss für die Europäische Union Anlass sein, wenn solche Unternehmen in Gefahr sind, wenn weitere Standorte gefährdet sind, nicht noch in Unternehmensentscheidungen einzugreifen. Denn wenn Firmen umstrukturieren wollen und müssen, um sich an Marktveränderungen anzupassen, müssen sie das tun können. Wir sind an dieser Situation vielmehr aufgerufen, die Unternehmen dabei zu unterstützen. Zur Sicherung von Arbeitsplätzen wären wir besser beraten, der europäischen Stahlindustrie bessere Rahmenbedingungen zu setzen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und nicht etwa in Carbon-Leakage-Maßnahmen weiter zu investieren. Hören wir auf, in Bürokratie zu verfallen. Lassen Sie uns das Regelwerk vereinfachen und so den Stahlstandort Europa mit seinen modernen, umweltschonenden Anlagen und effizienter Prozesstechnik mit seinen Arbeitsplätzen sichern. Nachhaltig, mittel- und langfristig. Danke.